Wenn man soweit ist, dann ist man soweit. Wir sind jetzt in einer extrem großen Krise, in der Krise. Die Krise von Sodom und Gomorra ist die Krise von Sodom und Corona. Was jetzt in dir sich abspielt, ist ganz entscheidend für deine Verwandlung. Und ich kann immer wieder vorne drauf hin, nur vorneweg darauf hinweisen, wir sprechen hier, auch wenn ich jetzt von Gott oder göttlich oder von Jesus rede, es ist kein religiöses Geschwätz und schon gar kein naturwissenschaftliches Geschwätz. Wir reden von dem, was 100% sicher ist. Bitte geh meinen Gedankengang mit. Du hast nicht mehr allzu viel Zeit, in der Ewigkeit die nächste Ebene zu betreten. Das ist jetzt keine Drohung, sondern eine Warnung. Du entscheidest dich nämlich für die nächsten 1000 Jahre Leben. Klingt jetzt so unglaublich, weil du sehr vorschnell urteilst und Worte einseitig auslegst. Das stimmt. Ich sage jetzt von vorne weg, nochmal, ich erkläre es nur dem Geist, der sich jetzt dieses Gespräch anhört, zwangsläufig sich dieses Gespräch ausdenkt und dieses Gespräch als Information erlebt. All die Aussagen, die ich jetzt tätige, sind 100% sicher. Und solange du nicht erkennst, dass nahezu alles, was du bisher als hundertprozentig sicher angesehen hast, was Menschen, die in dir auftauchen, als hundertprozentig sicher ansehen, dass man das nicht einmal überprüfen kann, wenn man wollte, dass das nicht das Geringste mit 100% sicher zu tun hat. Das heißt, egal welche Internetseite jetzt in dir auftaucht, egal welches Buch, welche Zeitung du in die Hand nimmst, bei Holofilien geht es um das, was hundertprozentig sicher ist, und das ist das, was jetzt zuerst einmal da ist, was existiert. Darum ist auch der große Unterschied. Vor jedem Selbstgespräch weise ich darauf hin, ich erkläre es dem, der sich jetzt dieses Gespräch und sich auch an Udo ausdenkt. Ich nenne mal das Pixelmännchen einfach Udo. Das ist hundertprozentig sicher, dass ich, schon sehr interessant, ich setze Anführungszeichen, dass ich jetzt deine Information bin. Und jetzt schau mal bitte, was jetzt hundertprozentig sicher deine Information ist. Es ist diese Stimme, diese Lautsprecherstimme, und es sind die zwei Pixelmännchen auf dem Monitor. Das ist hundertprozentig sicher. Ob da außen jetzt irgendwo ein Udo und ein Holger ist, so nenne ich einmal die beiden Pixelmännchen, und ob dieses Gespräch irgendwann einmal in der Vergangenheit aufgenommen wurde, das sind alles logische Konstrukte, du könntest nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Ja, reine Konstruktion. Es sind reine logische Konstrukte. Im Anfang ist das Programm, und dieses Programm ist Holofeeling. Das ist ein Schöpfung, ein göttliches Schöpfungsprogramm, das genauso arithmetisch präzise funktioniert wie jedes Computerprogramm, bloß bei aller Bescheidenheit etwas komplexer. Das Grundprinzip ist komplett dasselbe. Und darum kann ich immer nur darauf hinweisen, diese Angst, die du jetzt in dir auslöst, dieser Ärger, dieser Hass eventuell, egal welche Gefühle, schau einfach, was da ist. All diese Gefühle existieren auch nur, wenn du sie denkst. Und gerade dieser kleine Unterschied, ich nenne das auch mein Kabelsteckerbeispiel, da steckt dieser Abel mit drin, den da keiner erschlagen hat. Dieses Wort Abel, im Original steht ja da Hebel, ich habe darauf hingewiesen, sehr oft, das heißt eigentlich eine Nichtigkeit, ein Nichts, ein Hauch von etwas, eine Ahnung. Das ist der Geist, den ich das jetzt erzähle. Du musst ihn am tiefsten innern erkennen, dass du selbst rot gelesen, da komme ich dann gleich noch genauer drauf aus, was ganz was anderes bist wie ein Gedanke von dir. Und solange du dich massiv aufgrund deines Egos, deines anerzogenen Intellekts weigerst, diese hundertprozentig sichere Tatsache, dieses Faktum zu akzeptieren, dass kein Gedanke, den du denkst, ohne dich existenzfähig wäre. Und dass jeden Gedanken, den du denkst, letztendlich sich hier und jetzt als Information in dir aufbaut. Gleichgültig, ob du dir jetzt eine Menschheit ausdenkst, ob du dir ein heliozentrisches Weltbild oder Lichtstrahlen ausdenkst. Das ist natürlich schon eine Sache, wenn du an Lichtstrahlen denkst, ich sage wieder, zeig sie mir. Mir ist noch nie bewusst worden, dass noch nie irgendein Mensch Licht oder Wind gesehen hat. Und ich sage immer so schön, nicht einmal seine Küche in seiner Wohnung. Ja, genau. Das ist hundertprozentig sicher. Allerdings. Und bevor ich jetzt ein bisschen wieder tiefer in die Sprache eingehe, will ich nochmal
mit Nachdruck aus Liebe, du hast nicht mehr lange Schonfrist. Das klingt jetzt wie eine Drohung, aber ich rede jetzt nicht mit den Affen, an denen du denkst, wenn du an dich selbst denkst, der hat sowieso keine Überlebenschance. Der ist schon wieder weg, wenn du nicht an deinen Körper denkst. Darum kann ich immer wieder nur darauf hinweisen, solange du in dem Wahn lebst, zu meinen, du müsstest deinen Körper, wohlgemerkt den Körper, an den du Geist denkst, wenn du an deinen Körper denkst, den müsstest du am Leben erhalten, weil ohne den Körper wird es dich ja nicht geben. Das ist so eine unendliche Geistlosigkeit. Es ist hundertprozentig sicher, dass du Geist auch dann ständig wechselnde Informationen in dir beobachten kannst, wenn du nicht an deinen Körper denkst. Und das als hundertprozentig sicher anzusehen, dass der Körper auch dann existiert, wenn du nicht an ihn denkst, das ist geistloses Nachgeäff von dummen Affen, die es nicht wert sind, dass sie länger überleben. Die überleben nur so lange, bis du das Prinzip durchschaut hast. Das heißt, wenn du willst, werden die noch 1000 Jahre um dich rum sein und dich ärgern. Inklusive dein Körper, der dich die meiste Zeit auch wesentlich mehr Leid verursacht wie Freude. Stimmt oder stimmt? Ja, ist leider so. An dir wird sich dabei nichts verändern, du wirst immer derselbe Geist bleiben. Und wenn ich schon mal sage, vom Säugling bis zum Greis innerhalb einer jetzt ausgedachten Lebensgeschichte, wie lange dauert ein Leben? Ein Leben dauert genauso lange, wie du an das Leben denkst. Ich mag es nur wieder so. Eine Sekunde. 1000 Jahre. Was hat länger gedauert? Ewigkeit. Gleiche Länge. Das sind Worte, die Vorstellungen in dir auslösen. Ich muss das immer wieder wiederholen, weil wenn du das verstanden hättest, hättest du von nichts und niemandem mehr Angst. Worin liegt der Unterschied, ob du jetzt an eine Erdkugel denkst oder an einen Sandkorn denkst oder an einen Tischtennisball? Du denkst einfach an eine Kugel. Ist diese Erdkugel, die eine reine Information von dir ist, in dir drinnen, ist eine Information größer als der Tischtennisball? Es sind Vorstellungen, das ist das große Problem, dass du Vorstellungen, die du aufgrund von Worten aufbaust. Ich mache den Maßstab. Bevor ich jetzt einsteige, nochmal, wer ich bin. Ich bin der, der deine Welt erschaffen hat und 1000 andere Welten auch. Aufbauend wie eine offene Welt. Was du davon zu sehen bekommst, hängt ab von dem momentanen Intellekt, den du dir nicht raussuchen konntest. Das heißt, es ist jetzt vollkommen gleichgewicht in dieser Corona-Situation. Ob du ein Impfbefürworter bist oder ein Impfgegner bist, ist für mich überhaupt kein Thema. Du bist keins von beiden. Du bist der geistlose Affe, der hier Impfbefürworter und Impfgegner sich ausdenkt und sich mit einem der beiden Kategorien verwechselt. Es ist nicht möglich für einen träumenden Geist, einen Antagonisten, der in seinem Traum in Erscheinung tritt, gleichgültig, ob du den jetzt nur denkst, diesen Menschen blau gelesen, diesen Enosch, sterbliche Säuge, die unheilbar krank, hebräisches Wort für Mensch, blau gelesen, oder ob du ihn als sinnlich wahrgenommene Information vorliegen hast, ich sage immer auf deiner VR-Brille, oder ob du jetzt sinnlich wahrgenommen deinen eigenen Körper dir ausdenkst, den kannst du sofort erschaffen in dir, dieses Körpergefühl. Existiert aber nur, wenn du es denkst. Das ist vollkommen gleichgültig. Du wirst eine Information von dir nicht erklären können, dass die deshalb nur deshalb existiert, weil du sie jetzt entweder denkst oder sie anschaust, sprich auf deiner VR-Brille realisierst. Du kannst es in einen Affen, der in gewisser Entfernung vor dir zu stehen scheint, als Affe unter Affen, als Brösel unter Brösel, sage ich immer, etwas entschärft. Kannst du das genauso wenig erklären, so wie du an der Küchentür, an der Tür, an der Wand, an Fenster erklären kannst, dass es ein Fenster ist. Oder ein Stein erklären kannst, dass es ein Stein ist. Oder ein Computer erklären kannst, dass es ein Computer ist. Das ist schon einmal ein absoluter Bruch mit den Konventionen deiner bisherigen Vorstellung von Normalität. Und das ist jetzt eben, darum sage ich, ich erkläre es den Geist, der sich all diese Dinge ausdenkt, die dann letzten Endes seine Informationen sein müssen, weil wenn es nicht deine Informationen wären, würdest du es nicht wahrnehmen können. Da schreibt dir sogar deine materialistische Logik vor. Wenn ich das immer wieder wiederhole, wenn du ein Hauch von Geist, bewusster Geist, was du anfängst, dich selbst zu beobachten, deine Informationen und deinen Charakter, sprich
deinen Intellekt, wie du auf diese ständig wechselnden Informationen, ich nenne das Reizauslöser, wie du darauf reagierst, wie du die bewertest. Du sollst einfach nur der werden, der sich das anschaut und sich bewusst macht, wie du auf gewisse Reizauslöser reagierst. Wie du durch deine Reaktionen ständig deine eigenen Informationen umformst. Wie du Gefühle erzeugst durch Kleinigkeiten. Ich habe so wunderschöne Beispiele, wo ich dir mit hundertprozentiger Sicherheit, selbst in deiner jetzigen intellektuellen Reife, ich nenne es einmal nicht geistige, sondern intellektuelle Reife, beweisen kann, dass du dir selber beweisen kannst, dass du nicht den geringsten Einfluss darauf hast, wie du, was du denkst. Mit den Ohrenbohrungen, zum Beispiel denke mal 30 Gegenstände. Ich fange jetzt da nicht nochmal an. Ja. Dass du mit deiner aufmerksamen Selbstbeobachtung dir klar machen kannst, wie du dich mit deiner Logik ständig narrst. Das Buchbeispiel. Du fängst zum Lesen an einen Roman. Plötzlich klingelt das Telefon, du schaust hoch und du bist auf der Seite 100. Hast du 50 Mal umgeblättert? Was sagt deine Logik? Wenn du das beschwörst, schwörst du an Meinheit. Und ich betone nochmal, für jeden Meinheit, den du ab jetzt schwörst, mache ich dir das Leben zur Hölle. Letztlich genau genommen du dir selbst. Das ist keine Strafe, sondern eine Unterstützung. Das ist wie bei meinen elektrischen Weidezaun. Ja. Alle deine persönlichen Vorstellungen von Sicherheiten, das sind uralte Beispiele aus den Ohrenbohrungen. Es ist wie, du hältst dich an einem elektrischen Weidezaun fest und du kriegst Laufenschläge. Und du sagst, lieber Gott, helf mir. Und du zuckst. Und ich sage einfach, lass halt los. Ich kann nicht. Wer bestimmt es, dass du nicht kannst? Dein Ego. Genau. Helf mir. Ich sage, lass einfach los. Schau, einfach loslassen. Vor was loslassen? Von deinen einseitigen Wertungen, von deinen Recht haben und von deiner Angst. Vor was hast du eigentlich Angst? Du hast Angst vor einer Information, die du selber als träumender Geist in dir erschaffst, und die es gar nicht geben würde, wenn du das nicht denken würdest. Jetzt ist aber natürlich der Trick dabei, dass du als träumender Geist dir nicht raussuchen kannst, was ich dich träumen lasse. Ja. Also bin ich dann doch der Böse. Nein, ich bin nicht der Böse. Ich sag dir dann gleich, wer ich bin. Mit Sicherheit nicht das Pixelmännchen und der Lautsprecher, den du jetzt zuhörst. Ich bin auch nicht der Gedanke Udo Petscher, dieser Affe, an den du denkst. Das sind alles Gedanken von dir. Ich sag ganz definitiv, ich erkläre es den Geist, der sich das alles ausdenkt, auch den Udo, den Computer, die Welt, Corona. Die Impfgegner und die Impfbefürworter, all die Sachen existieren immer nur hier und jetzt in deinem Kopf, wenn sie von dir gedacht wird. Und du bist ein träumender Geist. Und das ist jetzt der feine Unterschied. Habe ich gerade nicht gesagt, du bist nicht in der Lage, einen Antagonisten in deinem Traum zu erklären, dass er nur deshalb existiert, weil du ihn jetzt träumst, sprich dir ausdenkst. Ja. Ich erkläre es den, der sich das ganze Zeug ausdenkt, auch den Udo und den Holger jetzt. Und sich selber, wenn du an deinen Körper denkst. Das ist der erste Unterschied vor Holofeeling. Und das lassen wir jetzt als Vorwort. Das ist immer diese Beispiele, das Wiederholen ist mir jetzt zu mühselig. Was für dich übrigens sehr, sehr schlecht ist, wenn du meinst, du hast es nicht nötig. Egal, ob du jetzt ein Impfbefürworter oder ein Impfgegner bist, für mich mache ich keinen Unterschied. Das sind nur die zwei, wo jeder für sich selber glaubt, er hätte recht und die anderen liegen falsch. In so vielen Selbstgesprächen sage ich, mach dir bei unterschiedlichen Meinungen, egal um was es geht, politisch, religiös, egal um was, mach dir bewusst, mit welcher Seite du sympathisierst. Okay, und jetzt übertrage ich einmal den Bildschirm. Und dann habe ich eine Kleinigkeit geschrieben. Und zwar, ich mache in einem gewissen Maß, die letzten Selbstgespräche sind ungefähr so wie der Film Memento. Es ist ein Christopher Nolan-Film. Und dieser Christopher Nolan-Film in den Ohrenbarungsschriften musst du dasselbe machen. Das hängt jetzt davon ab. Jetzt ist natürlich wieder der Geist, welches Programm, welchen Intellekt benutzt du zum Denken. Wenn du seit 25 Jahren Holofeeling studierst, ist das eh kein Thema, nicht, weil dann hast du das alles doppelt gelesen und dreifach gelesen und alles die letzten 25 Jahre verfolgt. Wenn du jetzt ein relativer Neueinsteiger bist und du suchst einen Ausweg, dann musst du das, eine Empfehlung von mir, wenn du den Film Memento kennst, nicht kennst, dann schau ihn dir an. Das ist ein Film, der läuft eigentlich rückwärts, obwohl er vorwärts läuft. Das ist so ein kleiner Trick, wie auch bei dem Film Tenet.
Es geht immer um Zeitreisen. Zeitreisen, die im ewigen Hier und Jetzt eine Leichtigkeit sind, wenn du weißt, wie es geht. Weil du, alles, was existiert, kann immer nur jetzt, hier und jetzt in deinem Kopf existieren. Aber bei dem Memento ist es, schau mal bitte das kleine Bild an. Es ist sehr verblüffend, wenn man denn das erste Mal sieht, braucht man ungefähr den halben Film, bis man einigermaßen mitbekommt, um was es da geht. Weil du hast erst einmal den Eindruck, dass es ein ganz normaler Film ist. Und dann kommen Szenen, die sind schwarz-weiß und die anderen sind farbig. Und das klingt im ersten Moment sehr wirr, aber du wirst feststellen, dass der farbige Film rückwärts läuft und die Schwarz-Weiß-Szenen vorwärts laufen. Reingeschnitten. Lass es einmal einfach auf dich, weil was mir wichtig ist, ich kann natürlich einen Film nicht rückwärts laufen lassen, sonst müsste ich ja rückwärts sprechen und die müssen rückwärts laufen. Und jetzt kommt der kleine Trick, wenn man jetzt hier, ich mache das einmal von dir aus gesehen, hier beginnt der Film, wenn wir jetzt unsere klassische Denkweise machen und hier endet der Film. Und der Film sieht jetzt folgendermaßen aus, dass du die letzten 5 Minuten am Anfang siehst. Und dann bist du am Ende und dann springst du praktisch eine Sequenz weiter nach vorne, dann schaust du die an und machst du das in lauter so Schleifen. Kannst du es ungefähr vorstellen? Ja. Olga, du kennst Memento? Ja. Dasselbe ist jetzt hier, ich habe die letzten Selbstgespräche neu aufgebaut, weil ich immer das neuere Selbstgespräch, du hast immer das Neueste oben, baut auf dem Vorhergehenden auf. Das heißt, in dem Moment, wo du das erste Selbstgespräch angeschaut hast, musst du das nächste Selbstgespräch nehmen. Wenn ich jetzt hier kurz reinspringe, da gibt es natürlich, das geht ja bis 2008 zurück, jetzt, die sind hier zwar nicht alle drauf. Das ist jetzt hier vom 7. Dezember, vom 6. Dezember, vom 5. Dezember und die bauen aufeinander auf. Das heißt, du musst eigentlich jetzt das letzte Selbstgespräch lesen, dir anhören und dann springen wir vor und dann hörst du dir das an und das ist es genau das Prinzip vom Memento. Wir laufen durch und dann springen wir nochmal eins weiter nach vorne und dann wird dir das immer klarer werden. Und wenn du jetzt wirklich frei werden willst, dann springst du mal zumindest vor die letzten 10 Selbstgespräche. Nimm dir die Zeit oder lass es sein, mir ist es vollkommen wurscht. Es ist also hier unabdingbar, dass du in einem gewissen Maß anfängst zu verstehen, wer du bist und was du bist. Und du bist ein Wir. Mir geht es jetzt nur um dieses Wir. Zeigen diese Bilder wirklich den Coronavirus in dir bewussten Wir? So, das war's eigentlich. Da sind wir überreichlich in 2 Selbstgesprächen drauf eingegangen und jetzt habe ich Wir. Schau, und ich mache Wir und ich mache Wer. Du merkst jetzt schon, wir wissen, dass das hebräische Waf oder Faf oder V, jeder nennt es anders, ich sage mal das Zahlzeichen für die 6, dass das V und W ausgesprochen werden kann. Und ich sage immer, wenn ich von dem roten Wir rede, meine ich JCH, dich und mich. Ich JCH und dich ICH. Ich stehe vor dem Bücherregal, vollkommen das ganze Bücherregal erschaffen und alle Bücher geschrieben, selber geschrieben und gelesen. Und du als Geistesfunk bist jetzt in einem Buch und du liest, durchlebst ein Leben. Das ist dieses E-Quadrat. Und das sind wir. Und jetzt wird es natürlich noch interessanter. Das ist auch dieses E-Quadrat. Und jetzt muss ich einen kleinen Sprung machen. Ich hoffe mal, das haut jetzt hin. Das habe ich gar nicht geplant. Aber wir schauen noch mal ganz kurz. Englisches Alphabet. Schau mal, A, B, C, D, E, F, G, H, E. Der 9. Buchstabe ist H, I, H, I und J. Im Hebräischen ist es ganz interessant, diese 9 und die 10, das verschiebt sich ja alles. Auch die Aussprache ist sehr wichtig, weil in dem Augenblick alles wird dir mit Holofeeling erklärt. Es ist ein Wissen, ich kann es immer nur darauf hinweisen, es überragt das Wissen, das unendlich selektive, einseitige Wissen deiner Menschheit um geistige Welten. A, B, C, D, E. Merkst du? Wir und wir. Dieses I, englisch ausgesprochen, heißt I. Da steht eigentlich auch wir. Andersrum. Das englische E wird ausgesprochen I. Wie I. Mhm. Du bist dabei, wir, ja, ja. Ja, wir, ja. Wir plus Englisch, W-E-R.
wenn wir das jetzt auf Englisch buchstabieren, sagst du W-E-R. Das ist dieselbe, das sind übrigens keine Zufälle. Es gibt keine zufälligen Zufälle, es darf kein Yoda verloren gehen. So, und jetzt lassen wir da ganz kurz einmal was laufen. Und jetzt sage ich dir, wer ich bin. Du hörst. Ich versichere, dass ich Ihnen nichts Böses will. Wer sind Sie? Wer? Wer ist nur die Form als Konsequenz der Funktion des Was? Und was ich bin, das ist ein Mann mit Maske. Oh, das kann ich sehen. Natürlich. Ich zweifle ja auch nicht Ihre Beobachtungsfähigkeit an, sondern stelle nur fest, wie paradox es ist, einen maskierten Mann zu fragen, wer er ist. Das ist so gut. Okay. Warum hat er mir jetzt den Rot eingerahmt? Na, der wird einen Grund haben. So, und jetzt pass auf. Ich mache jetzt das da mal hier, die Form. Wer? Schau, du merkst, das sind wir. Ja. Das ist das doppelt aufgespannte E-Quadrat. Ich, der dich das jetzt träumen lässt, dein Vater, im roten Kopf. Und du, Geisteswung, der zurzeit dich verwechselst mit einer Maske, mit einer Persona. Wer? Doppelt aufgespannt erweckt. Wer ist nur hebraisiert? Nun war frisch, heißt ein flackerndes Licht. Die Form und diese Form hebraisiert schreibt sich ja so, das kann man auch pur oder für lesen, diese Zeichen, ist eine äußere Erscheinung, eine Form, eine Gestalt, im Englischen, im Griechischen heißt es Idea. Das griechische Wort Idea, das Wort Idee heißt eine äußere Erscheinung, aber schau, wir beginnen hier schon wieder mit AOB und das separisiert heißt eine Beschwörung. Ja. Und wenn du glaubst, dass die Gedanken, die du dir jetzt denkst, zum Beispiel Coronaviren da außen sind oder ein heliozentrisches Weltbild da außen ist, beschwörst du etwas. Und das ist ein Meinheit, weil du hast es noch nie gesehen. Du kennst es nur vom Hörensagen. Ein kleiner Satz, du stehst vor dem Richter, ich bin ein göttlicher Richter, du bist nur als Zeuge geladen, nicht als Angeklagter. Ich frage dich, was hast du schon mal die Erdkugel gesehen? Was antwortest du mir? Du stehst unter Eid. Nein, man hat mir das erzählt, dass das da außen so ist. Genau. Wenn du das glaubst, dass es so ist, dann schwörst du an Meinheit. Wenn du behauptest, es ist so. Und wenn du behauptest, du wurdest von deiner Mutter geboren, schwörst du an Meinheit. Wenn du jetzt sagst, ich glaube, dass es so ist, das Glaube, AUB, dann sage ich, guter Mann mich interessiert, oder gute Frau mich interessiert nicht im geringsten, was sie glauben. Mich interessiert das, haben sie es gesehen oder haben sie es nicht gesehen? Mhm. Ihr Glaube gibt mich an Dreck an. Mich interessieren Fakten. Was sagst du dann? Ja, bei Holofeeling geht es um 100%ig sichere Fakten. Wir reden von dem, was jetzt 100%ig sicher da ist. Sinnlich wahrgenommen, ein Monitor und eine Lautsprecherstimme. Eine sinnlich wahrgenommene Information von dir, Geist. Den Geist, der jetzt träumt, den ich versuche, wach zu machen. Weil erst wenn du wach bist, wirst du eine neue Welt, eine neue Ebene erleben. Und solange du versuchst, deinen Trockennasen auf dem Körper am Leben zu erhalten, und nur geistlos alles nachäffst, was ich in dir auftauchen lasse, sprich von den Androgonisten, die in deinem Traum in Erscheinung treten, nachäffst, die selber nur alle nachäffen, innerhalb deiner chronologischen Logik, wirst du bis in alle Ewigkeit zumindest die nächsten 1000 Jahre in dieser Welt verweilen und ständig ums Überleben kämpfen. Du wirst von deiner Auflösung, von deinem Tod so viel mitbekommen wie von deiner Geburt. Das ist 100%ig sicher. Es wird in der Zukunft niemals was passieren und es ist in der Vergangenheit nichts passiert. Alles, was zu existieren beginnt, beginnt jetzt zu existieren und es wird auch jetzt wieder vernichtet. Das ist die simple Logik mit der Transversalwelle des Lichts, beziehungsweise mit meiner 200 Gramm roten Jede. Der größte Segen, den ich dir anbiete, ist, dass Holofeeling in dir aufgetaucht ist. Und jeder, der das ablehnt, ist sowieso bloß ein Antagonist in deinem Traum. Da gibt es auch nichts zu retten. Ich muss jetzt etwas strenger werden, das sind also äußere Erscheinungen, das sind Ideen von dir. Das gilt übrigens auch für die ganzen vergangenen Menschen, ob der Einstein oder der Sokrates, das sind alles Sachen, das sind jetzt Worte,
wo du Vorstellungen in dir aufbaust, wo du bis dato hundertprozentig sicher dich gewähnt hast, in dem Wahn gelebt hast, dass diese Gedanken, diese Menschen, diese Affen, die du jetzt denkst, ob das Philosophen oder Physiker sind, dass die schon in der Vergangenheit da waren, bevor du sie gedacht hast. Und das als hundertprozentig sicher anzusehen, ist absolut dumm. Unendlich dumm. Wenn ich jetzt auch denke an König Drosselbart und an Schneewittchen, dann sagst du, die hat es nie gegeben, ist eine Märchenfigur. Dann sage ich, denke an Platon und an Aristoteles, ja, die hat es in der Vergangenheit gegeben. Oder an Hitler, kannst du es beschwören? Du stehst vorm Richter. Nee, kann ich nicht. Kannst du es beschwören? Nein, kann ich nicht. Mit dem du kannst nur sagen, man hat mir erzählt, ich habe gelesen, ich habe gehört das. Genau. Und dann hast du eine unheimliche Logik, die dir genau sagt, das, was da drin steht, stimmt. Wenn es ein Geschichtsbuch ist, stimmt es. Und wenn es ein Märchenbuch oder ein Roman ist, sind es bloß fiktive Gestalten. Immer dran denken, dass die Fiktion kommt auch von Ficken. Ficken heißt hin und her bewegen, auf- und abschwingen. Ja. Das ist wie Gedanken, wenn die kommen und gehen. Und jetzt haben wir diese Form, ist jetzt zuerst einmal das hebräische Wort pur, für heißt Los und Schicksal. Und M, das blaue M hin, mache ich es für Gestaltwerdung. Das heißt, das ist ein losgemachtes Schicksal in dir und das besteht nur aus einem flackernden Licht. Das ist die Existenz von aufgespannten Berechnungen. Tausendfach erklärt, lasse ich jetzt sagen. Keine Rücksicht mehr. Ein M am Ende in der hebräischen Grammatik ist auch ein Besitzanzeig des Fürwort, und zwar heißt es ihr in Bezug auf Geistesfunk, auf Geist, auf Männer. Mann meine ich nicht das Männchen eines Trockennasenaffen oder das Weibchen, sondern dieser Genus ist hier nicht interessant, es geht hier um Symbole. Der Mann ist der Geist, der Denker, und die Frau ist die Welt oder die Logik. Das heißt praktisch ihr Schicksal, ihr Los, das sind die Formen, die du, deine Informationen, die du mit deiner jetzigen Logik, die du zum Denken benutzt, in dir wachst, also in dir aufbaust. Okay? Ja. Also wer ist nur die Form als Konsequenz der Funktion des Was? Doppelt aufgespannte Schöpfung von Raumzeit ist hier eine Gedankenwelle, wenn du die Wellenberg und den Wellendal unbewussterweise die chronologisch nacheinander denkst, obwohl das niemals der Fall sein kann, dass zuerst der Berg kommt und dann das Tal kommt. Ich mag es immer so. Man kann das ganz leicht beweisen. Denk dir eine Badewanne, da haben wir eine Nulllinie, unseren Wasserspiegel symbolisch, und wenn wir hier Wellen reinmachen, schau das kleine Bild an. Muss dir klar sein, es ist vollkommen unmöglich, dass da ein Berg aufgeschmissen wird und dann ein Tal kommt. Es kann immer nur gleich sein. Alles, was sich über den Wasserspiegel an Volumen heraushebt, wird im selben Moment auch abgesenkt. Volumen heißt übrigens nicht Raum. Zu dem Traum komme ich erst noch. Tausendfach zeige ich das. Zeig mir die Weisen deiner Welt. Es heißt eine Welle, ein Kreisen, eine Krümmung, ein ständiger Wechsel. Das ist das Volumen. Die kreisenden Gedankenwellen, schau das kleine Bild an. Und die kommen nicht der Berg und dann das Tal und der Berg und das Tal, sondern was hier passiert, wenn du das flächig siehst, schau das Bild an, Wellenberg und Wellental. Jetzt sind sie weg und in dem Moment, wo ein Berg kommt, entsteht im selben Moment auch ein Tal. Das heißt, es ist eigentlich diese Bewegung. Ja. Eine vollkommen neue Physik aufbauend auf deiner Physik. Und ich betone nochmal bei Hodo Feeling, egal was du mir bringst, du wirst von mir nie hören, dass das nicht wichtig ist. Es kann auch durchaus für einen richtig erscheinen, der nur diese Facette anschaut. Aber es bleibt immer ein kleines Puzzlestück von einem riesengroßen heiligen Ganzen, wo deine Menschheit noch nicht die geringste Ahnung hat. Und wenn das deine ganze Menschheit nicht, was die du dir jetzt ausdenkst, die ja eh bloß ein Gedanke ist, wie solltest du das dann wissen, wenn du bloß, ich sage mal, ein 80 Milliardstel deiner Menschheit bist? Stimmt oder stimmt? Ja. Das heißt dann zwangsläufig Besitzanzeigen des Fürwort, das Mem am Ende in Bezug auf Geistesfunk, dann heißt es ihr Los, ihr Zufall, ihr Schicksal, das, was dir zufällt. Mhm. Da außen, geöffnete Schöpfung oder geöffneter Augenblick, je nachdem, ob du da eine 1 oder eine 70 setzt. AUB, außen ist auch AUB, ist die Beschwörungskunst von Existenzen, wird für Menschen immer nur das los sein, was sie sich hier und jetzt, jeder Einzelne für sich selbst. Das Zelt, das Geburt von Licht, hast du übrigens einen Schatten.
Ja. Wenn du jetzt an deinen Körper denkst, das ist nichts anderes wie ein projizierter Schatten. Der ist aber nicht da außen oder um dich rum, wenn du reinschaust. Das sind nur Metaphern. Du musst aufhören, dass du zu den Idioten gehörst, die des Kaisers neue Kleider sehen. Das sind zum Beispiel alle, die glauben, die können Viren oder DNA-Moleküle oder heliozentrisches Weltbild und Planetensysteme sehen. Das, was du siehst, ist was ganz was anderes. Schau einfach, was jetzt da ist. Siehst du jetzt, wenn du ein Fußballspiel laufen hast und auf dem Monitor klotzt, siehst du dann Menschen, siehst du einen Ball, siehst du, dass da Menschen hin und her laufen? Tausende Mal erzähle ich ihr Menschen, die außen zu leben, glaubt, ihr seht laufen Sachen, die ihr überhaupt nicht seht. Ihr seht des Kaisers neue Kleider. Das Wertvollste, was du hast, sind deine Märchen und deine Sprichwörter. Das heißt, was jeder Einzelne ist, für sich selbst logisch ausrechnen. Die Einzelnen. Und dann unbewusst selbst logisch, logisch ist logisch, ausdenken. Du denkst dir das aus, du denkst dir Corona aus, du denkst dir die Krankheit aus, du denkst die Impfgegner und Impfbefürworter aus. Und egal, was du denkst, es ist hier und jetzt in deinem Kopf, weil du das erschaffst. Und du bist ein träumender Geist und ich lasse dich das träumen. Die größere Frage ist, warum? Das ist eine Führerscheinprüfungsbogenwelt. Dass du dir jetzt erst einmal bewusst machst, was du selbst bist und was deine Informationen sind. Du bist immer unveränderlich derselbe Geist und deine Informationen von Gedanke zu Gedanke, von Augenblick zu Augenblick verändern sich. Das ist kein religiöses und esoterisches Geschwätz. Das ist ein hundertprozentig sicheres Faktum. Eine Tatsache, dass du das denkst. Und alles, was du denkst, ist nur in dem Moment, wo du es denkst. Jetzt sage ich, jetzt denk an den Osterhasen. Es ist ein Wort und du kannst aufgrund der deutschen Sprache deines Intellektes dir jetzt was vorstellen, was natürlich für dich nur eine Fantasiefigur ist. Du kannst natürlich auch irgendwann deinen Freund oder deinen Mann, deinen Eltern denken, die sind jetzt nichts anderes. Wo denn liegt der Unterschied? Wo denn liegt der Unterschied, ob du an Rumpelstilzchen denkst oder an Lindner und Konsorten, an Scholz? Die vollkommene Demonstration von Machtgeilheit und Lüge in deinem Traum wohlgemerkt. Und jetzt kommt das ganz Verrückte. Ich nehme alle Schritte auf mich. Wir machen später mal ein kleines Szenario diesbezüglich und dann schauen wir mal, gehen wir einen Schritt weiter. Das ist nämlich hier Vendetta. Das heißt also, nämlich dämlich der Blödsinn, den er sich unbewusst selbst einredet. Das ist das, was du dir selbst logisch ausdenkst. Du redest dir das doch selber ein. Soll ich mich jetzt impfen lassen oder soll ich mich nicht impfen lassen? Bist du ein fanatischer Impfgegner oder ein Befürworter, einer, der ein schwankendes Fähnchen im Wind, das sind die Allerschlimmsten. Egal, was du magst. Dir Geist werfe ich das nicht vor. Und schon gar nicht dem Programm, das dich dazu zwingt. Ich sage immer wieder, lebe dein Leben, das hast du mal unangetastet. Hodo Feeling mischt sich in dein Brüsselleben überhaupt nicht ein. Du musst zuerst einmal ein wertfreier Beobachter deiner eigenen Informationen werden und der bist du erst dann, wenn du deine Aktionen und Reaktionen beobachtest, wie du reagierst, wie du in deinem Dilemma hin und her ambest. Ich verweise nochmal auf den Auftrag des Teufels, diese Endrede vom angeblichen Satan. Und dann happe die auf einen Fuß auf dem anderen, weil er nicht wisst, was er machen soll. Ich sage, wenn du jetzt weißt, du bist der Schauspieler, du spielst bloß eine Rolle in einem Videospiel, kann dir das vollkommen wurscht sein. Du sollst dann schauen, was dein Programm macht und was du dir damit einhandelst. Ja. Es ist eigentlich vollkommen gleichgültig, was du machst. Was viel wichtiger ist, was mich dich interessieren sollte als Geist, warum machst du das? Ja. Und das rote Warum in der Kategorie 3 Frage, auf die ich eingegangen bin, das beantwortet sich ganz allein. Die erste Frage, warum ist das jetzt, warum ist dieser Augenblick, diese Information jetzt da? Die Antwort kannst du dir sofort beantworten, weil ich jetzt das jetzt denke als Träume in der Geist, weil ich das träume oder weil ich das im Traum sinnlich wahrnehme. Mhm. Deshalb ist es da. Dann kannst du dir auch sofort beantworten, wo ist das jetzt? Hier in meinem Kopf. Ich bin ein Träume in der Geist. Wann passiert das? Jetzt. Wann war der Zweite Weltkrieg? Jetzt, weil ich an den Zweiten Weltkrieg denke. Genau. Wann wurde Jesus geboren? Jetzt, weil ich mir jetzt an Jesus denke, der vor 2000 Jahren geboren wurde. Aber das wird jetzt gedacht, das ist ein Faktum. Das Faktum besteht nicht darin, dass der Typ vor 2000 Jahren geboren wurde. Das Faktum besteht auch nicht darin, dass du als kleines Trockennasenäffchen vor, schau in deinen Speicher rein, dann setzt deine Jahreszahl, du vor so und so vielen Jahren von deiner Mutter in der Vergangenheit geboren wurdest. Es sind alles Gedanken, die du jetzt denkst.
Informationen können immer nur hier und jetzt existieren. Gleichgültig, wo du dir die räumlich oder zeitlich hinlegst, sie entstehen hier und jetzt in deinem Kopf als Idee. Das ist das, was du losmachst. Das ist auch dein Schicksal. Und sie können dann niemals sich in der Vergangenheit auflösen. Das heißt, wenn du meinst, dass dein Körper sich irgendwann einmal in der Zukunft auflösen könnte, wenn du stirbst oder tot bist, dein Körper löst sich jetzt auf, wenn du nicht an deinen Körper denkst. Du bist ein Geist und nicht dieser Gedanke an deinen Körper. Und wenn der Materialismus so unheimlich mächtig in dir ist, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes unheimlich mächtig, dann landest du in dieser Falle. Ja. Dann landest du genau in dieser Falle. Die Matrix ist ein System, Neo. Dieses System ist unser Feind. Aber wenn du drinnen bist, dich umsiehst, was siehst du? Geschäftsleute, Lehrer, Anwälte, Tischler, korrupte Politiker, machtgeile Politiker, die lügen, wenn sie den Mund aufmachen, bloß um an die Macht zu kommen. Genau dieselben von den Menschen, die wir versuchen zu retten. Aber bis das geschieht, sind diese Menschen, diese Affen Teil des Systems, KIs, reine KIs. Und dadurch unser Feind. Du musst verstehen, die meisten dieser Menschen sind nicht bereit, um abgekoppelt zu werden. Und viele von ihnen sind so hoffnungslos abhängig von dem System. Ich brauche Geld zum Überleben. Für Geld mache ich alles. Ich erzähle das, was mein Chef von mir will, wenn ich ein Journalist bin. Dass sie bereit sind zu kämpfen, um es zu beschützen. Es sind schlichtweg und einfach KIs. Ein polarer Rand. Eine Welt von Gedankenwellen. BR, ein Äußeres, das auf- und abschwingt, wenn wir das separieren. Tausendfach habe ich das gezeigt. So, machen wir da noch ein bisschen weiter. Also diesen unwidersprochen selbstgeglaubten Blödsinn, den du nachhörst, das ist, wenn ich dir zeige, wenn man jetzt hier, der Photonen, das sind Photonen im Fluch, all den ganzen Kack, wo deine Physiker erzählen, Lesche und Konsorten, wir Physiker wissen ja. Es ist so irrsinnig, wenn du nur einen Hauch von einem gesunden Menschenverstand hast. Ich betone nochmal ein kleines Beispiel. Wenn dir irgendeiner was von unsichtbaren Teilchen erklärt, die mit in der kosmischen Strahlung entstehen und mit Überlichtgeschwindigkeit auf die Erde zufliegen. All das ganze Zeug, zeig mir Wassermoleküle. Wohlgemerkt, alles, was behauptet wird, ist richtig und es ist wichtig. Was nicht stimmt, sind die Vorstellungen, die du mit den Worten aufbaust. Also gut, wer ist nur die Form als Konsequenz der Funktion des Was? Und was ich bin du, ist ein nicht existierender Mann, rot gelesen, ein Geist mit einer Maske. Maske heißt auch Persona. Du bist der Geist hinter dieser Maske, hinter diesem Gesicht, hinter dieser Maske, an die du denkst, die kannst du jetzt vorstellen. Wie oft mache ich das, du Geist? Jetzt denk an deinen Kopf. Jetzt schließe die Augen, probier es aus, schließ die Augen, die du dir ausdenkst, die stellst du unmittelbar vor dich hin. Der Geist, der jetzt unmittelbar vor sich zwei Augen hindenkt und eine Nase. Dann kannst du die Augenkugeln drehen mit geschlossenen Augen. Das ist genau das Gefühl, wo sich jetzt in dir aufbaut. Aber dieses Gefühl befindet sich in dir Geist, in diesem Zentrum, genau in dem Zentrum, was man das dritte Auge nennt. Und die Konsequenz. Das ist natürlich sehr, da bin ich sehr oft darauf eingegangen, was bedeuten diese Wörter eigentlich. Interessant ist das Quet, das findest du auch in der Frequenz. Immer wieder dasselbe Spiel unserer Welle. Das ist das Problem des chronologischen Denkens. Übrigens, altes Lateinwörterbuch von Georges. Ich glaube ja nicht, dass das ein Zufall ist. Das ist die eine Ebene von 1 bis 9. Und da schiebt sich jetzt eine 86 rein. Das ist UB. Das ist die Mitte. Wenn ich immer schaue den kleinen Punkt an. Das ist UB rot gelesen, aus dem entspringt alles. Das ist jetzt schon ein ausgedachter Mittelpunkt. Dient zur Anreihung an das Vorhergehende und da häufig zur Erweiterung der Vermehrung der vorausgegangenen Begriffe. Der Wellenberg und dann kommt das Wellental. Du kannst es bloß nacheinander hinschreiben. Wenn ich jetzt hier Wellenberg und Wellental hinschreibe, stehen die aber gleichzeitig da. Und du kannst an das denken und an das denken, aber es ist immer die tiefere Ebene. Die Worte, die du jetzt vor dir hast auf dem Monitor, sind alle gleichzeitig da. Versuch dir mal gleichzeitig auszusprechen. Geht nicht. Dann selektierst du. Sie sind aber gleichzeitig da. Genauso ist es, wenn ich Wellenberg und Wellenbergchen schreibe. Drum ist eine Welle, da ist Berg und da ist Tal.
Das Ganze nennen wir dann auch einen Sinus. Dann schauen wir uns den Sinn an. Du wirst feststellen, da steht im Prinzip dasselbe, wenn das Gegenteil oder etwas Gegenseitiges vorhergegangen ist. Weil Wellenberg und Wellendahl niemals chronologisch nacheinander kommen, weil es keine Chronologie ist, ein großer Trugschluss ist, ein chronisches Denken, unbewusst chronologisch zu denken. Tausendfach erkläre ich das. Also was hast du Angst, dass dir in der Zukunft was passiert? Dann kann ich wieder sagen, jetzt denk an deinen Körper, es ist unmöglich, dass du in einer Minute aufstehst. Du kannst es jetzt denken. Und in dem Moment, wo sich dein Arsch vom Stuhl hochhebt oder vom Sofa hochhebt, je nachdem, wo du dich jetzt hindenkst, wird es jetzt passieren. Weil alles, was passiert, jetzt passiert. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Das ist ein großer Unterschied, ob du von einem ewigen Hier und Jetzt bloß sprichst, weil du esoterisch des Geistes nachäffst, oder ob du wirklich verstanden hast, was das für dich bedeutet. Schauen wir mal ein bisschen weiter hier. Du merkst jetzt, wie tief diese Sätze gehen, ganz nebenbei. V wie Vendetta, dieser Film ist von den Wachowskis, von dem ist auch die Matrix. Unter anderem und noch einige Sachen. Das sind Nomen ist Omen. Und jetzt die Matrix 4, die ins Kino kommt. Wann? Wenn, dann hier und jetzt. Kino heißt kinetisch. Die kinetische Energie. Das ist der Kain. Die Kinetik ist der Kain. Wenn wir jetzt reinspringen, dann wirst du feststellen, dass dieser Kain unstet und flüchtig ist. Wenn wir das jetzt im Dennach uns anschauen, ich habe zwei andere Stellen hierher gesucht, ist es hochinteressant, diese zwei Wörter unstet und flüchtig, das ist das Auf- und Abschwingen, das Hin- und Herrennen in seiner Traumwelt, ohne sich auch einen Millimeter von der Stelle zu bewegen, weil ich setze dich in Bewegung. Ich setze dich in Bewegung. Und was sich in dir bewegt, bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit, extrem fast. Fast ein Seatbelt, fest geht zu dem Hier und Jetzt. Weil wenn sich was mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, gibt es keinen Raum und keine Zeit mehr. Es kann immer alles nur Hier und Jetzt sein. Kann ich in den Physikformeln, Einstein sagt es bis in die Perfektion aus, wenn du die Formeln anschaust, aber nicht, wenn du die entheiligst, weil du aus dem Wurzel- bzw. Quadratbegriffen eine Seite weglässt. Das macht jeder normale Mensch. Du musst immer eine Seite weglassen, um das zu verstehen. Sollte dir das jetzt zu viel sein, ist es dein eigenes Problem. Ich zweifle auch nicht ihre Beobachtungsfähigkeit an, sondern stelle nur fest, hier und jetzt, wie paradox es ist, einen maskierten Mann zu fragen, wer er ist. Wer er ist, wer ist der Geist hinter der Maske? Ein absolutes Nichts, egal was du denkst, was du bist, es bist nicht du. Ob du dich Geist nennst oder Affe nennst oder Mensch nennst oder Körper nennst, das sind alles Gedanken, das sind Informationen, das sind jetzt einfach nur Worte. Ganz nebenbei, das Wort Paradox, wenn man das jetzt nachschauen, heißt es normalerweise widersprüchlich. Das sind lauter so. Auch diese Einträge stimmen zwar alle, aber sie sind extrem fehlerhaft. Ein scheinbarer Widerspruch enthalten. Interessanter steht jetzt zumindest schon scheinbar. Wenn ich jetzt weiß, Shin ein, heißt die Logik schaltet sich ein und es erzeugt eine polare Berechnung, BR heißt das Äußere. Das ist das dann mal das Äußere. Ein Acker, Aleph Kaf, Ak ist auch Eck, ist eben jetzt hier vorher in das Selbstgespräch anhören. Es ist nur flackernd eben jetzt hier. An dieser Stelle. Es kann nur hier und jetzt sein. Darum heißt es eben jetzt rot. Eben ist übrigens räumlich flach und zeitlich jetzt. Ja. Man nennt es auch nun. Aber N-U-N heißt Existenz und Existenz, Wellenberg und Wellendahl. Mhm. Stimmt oder stimmt? Ja. So. Und wo war ich im Stäbchen? Am Paradox, kleinen Moment. Jetzt lasse ich mal überraschen. Die Etymologie, mal schauen, ob das richtig übersetzt wird, wirklich und scheinbar widersinnige und aufwandige sonderbare Behauptung, widersinniges und unvermutetes, überraschendes Ereignis. Vom Paradoxon, griechisch Paradoxon, das heißt allgemeine Meinung entgegensteht. Das ist eigentlich schon mal eine total verkehrte Übersetzung. Du wirst nämlich feststellen, dass Para, wir schauen das gleich einmal richtig an. Um mich herum, ne? Bari heißt um dich herum und Bara ist, das ist ein riesen
Ah, clear. P. Jetzt doof. Das ist, sagst du mal, hier ein Riesen in, neben mir. Mhm. Existierende Wahrnehmung ist eine polare Existenz. In unmittelbarer Nähe. Unmittelbar ist nämlich, schau, aufgespannte Existenz muss aus der Mitte herausgehen, wenn du das nämlich, schau, das kleine Bild ab, wenn du das nämlich wieder mittelst, ist es nämlich wieder weg. Mhm. Das ist auch die Ruhe. Die Bewegung von einer Seite her, die Bewegung von der Seite, bezeichnet von Seiten, von Gegenständen, Sichtweise. Das ist es. Bar ist immer was in unmittelbarer Nähe, jetzt hier in mir, mehr oder weniger von mir, auftaucht. Mit einem I hinten dran, wenn du das Bari nennst, heißt es ringsum. Okay. Dabei schlafen, Bari, Bari, daneben sitzen, merkst du, das ist neben dir. Ich sage, du musst dich neben dich hinstellen. Und du musst das passieren lassen. Mhm. Und jetzt kommt aber das Doxa und das ist ganz interessant. Die Meinung, ne? Das ist die Meinung. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Das ist deine Meinung, deine Ansicht, deine Vorstellung, deine Erwartung. Das heißt, die Meinung, die du vertrittst, ist zuerst einmal eine Anderung. Es ist die Meinung deiner Lehrer. Aber wenn ich jetzt das Mein, eine Gestaltwertung in dir einschalte, dann wird es zu einer aufgespannten Existenz in deinem Geist. Eine aufgespannte Existenz in deinem Geist. Aber rot gelesen, blau heißt es eine aufgespannte Existenz in deinem Geist und rot gelesen ist eine verbundene Sein in deinem Geist, im Gehirn, Entschuldigung. Das UNG. Das ist immer das Spiel, du kannst jede Sprache, jedes Wort, die laus werden, setzen und dann hast du aufgespannte Existenz im Gehirn, das ist dein Verstand, ein Intellekt, spann das auf oder verbunden Sein in einem Geist, weil alles in diesem absoluten Mittelpunkt ist. Merkst du, wie präzise das passt? Ja. Und dieses Doxa ist deine Ansicht, ist immer eine Vorstellung. Und deine Vorstellungen, wenn deine Erwartungen, was du erwächst, deine Erwartungen, wann erfüllt werden, das heißt, du kannst alles, was du im tiefsten Innern glaubst, dass das auch unabhängig von dir da außen existiert, kannst du auch realisieren. Das wird realisiert in deinem Traum. Du wirst es als sinnlich wahrgenommene Information erleben. Das heißt, wenn ich mache mal ein kleines Szenario. Wir denken uns jetzt einmal Menschen aus, das sind jetzt nur Menschen, eine Menschheit ist nur ein Wort. Denk ganz deine Normalität, wie dein Intellekt dir das vorschreibt, da hat sich jetzt ein großer Teil impfen lassen und welche wollen sich mit Gewalt nicht impfen lassen. Ich biete dir jetzt eine Möglichkeit an. Die Möglichkeit, dass ich sage, ich lasse die nächsten paar Monate, die wir uns jetzt natürlich ausdenken, wo nie was passiert wird, lasse ich von diesen Geimpften nachweislich jetzt in deiner normalen Welt über 50% sterben oder abkratzen oder leiden, weil sie merken, sie haben einen Scheißbau mit dem Impfstoff. Was meinst du, wie die andere Hälfte, die übrig bleibt, dann auf ihre Politiker und Ärzte losgehen? Das zeige ich dir in der Geschichte, in der Französischen Revolution, in der Russischen Revolution, in jeder Revolution, was die mit euren Politikern machen. Und jetzt kommt das Problem, wir sind immer noch bei Vendetta. Vendetta heißt Rache. Das ist der nächste Fehler. So kommst du aus der Welt nicht raus. Du kommst aus der Welt raus, wenn du begreifst, was du selbst bist und wenn du anfängst, alles und jeden, den du dir ausdenkst, zu vergeben. Weil ein Gedanke, den du denkst, ich nenne mal den Gedanken Mensch oder Menschen, die du dir denkst, die existieren nur hier und jetzt in deinem Kopf, wenn du sie denkst und die werden genauso sein wie dein jetziger Intellekt, den du zu durchschauen hast, wie du dir die ausdenkst. Die Bösen wie die Guten. Weder die eine noch die anderen können sich raussuchen, dass du dich so denkst, wie du sie jetzt denkst. Und das Problem dieser Menschen ist schon wieder weg, wenn du sie nicht mehr denkst, dann fallen sie nämlich diese Gedankenwellen wieder in dich rein. Und so unglaublich das jetzt klingt, das ist hundertprozentig sicher und kann jeder 13-Jährige hier und jetzt sofort auf der Stelle überprüfen. Er muss eins besitzen, ich streiche besitzen, er muss eins ein Es sein. Er muss ein Bewusstsein sein und Bewusstsein als Ding an sich ist nicht etwas, was man besitzt, sondern das, was man ist. Das heißt also, dieses Paradox heißt, um mich herum ist meine eigene Meinung, mein Glaube, das, was ich beschwöre, ist um mich herum. Und was du zurzeit beschwörst, ist Wissen, das du vom Hören sagen kannst und das stellst du um dich herum auf. Dann ist es gleichgültig, ob du jetzt ein Impfgegner oder ein Impfbefürworter bist. Du hast wieder die zwei Seiten, die aufeinander einbrillen. Die einen wie die anderen. Glaub ja nicht, dass die Impfgegner
die besseren Menschen sind wie die Impfbefürworter oder umgekehrt. Es sind beides Gedanken von dir, die nur existieren, wenn du sie denkst. Und ich lasse dich das träumen mit einer Hartnäckigkeit, wenn du willst, 1000 Jahre. Wahrlich, ich sage dir, ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Tag. Bis du aufhörst und begreifst, dass du was ganz was anderes bist wie ein Gedanke von dir. Also gut, darum ist auch hier das Flackernde. Stelle nur fest, fast, wie widersinnig es ist, zu glauben, ich hätte mit meinen eigenen Gedanken nichts zu tun. Ich hätte mit meinen eigenen Informationen, die ich doch hier und jetzt durch mein Denken erschaffe. Das ist doch, wenn du jetzt an einen Osterhasen denkst, dann existiert in deinem Kopf ein Osterhase. Und wenn du jetzt an deine Eltern denkst, existieren die jetzt. Und wenn du dich jetzt als 20-Jähriger denkst oder als 6-Jähriger denkst, dann existiert diese Information in dir. Aber das bist du doch nicht. Das warst du auch nie. Du warst schon immer derselbe Geist. Ist jetzt das ein esoterisches oder religiöses Geschwätz oder reden wir von hundertprozentig sicheren Fakten, von Tatsachen, die sofort überprüft werden kann, aber nur von dem, der das ganz bewusst beobachtet, wenn er selber Bewusstsein ist. Und das muss man rot schreiben, weil alles Rote ist etwas Nicht-Existierendes, weil das ewig ist. Ein Mann ist ein nicht-existierender Mann. Das ist übrigens, diese zwei Seinsformen sind wieder JCH und ICH. Und das ist es mehr. Das Meer, UB86 Elohim, ist der Schöpfer. Und jetzt schauen wir da mal ein paar Sachen an. Wir haben hier zum Beispiel den Schausteller, einen Hersteller. Das Steller kommt von Stellen, etwas hinstellen. Jetzt wirst du dich wundern, was wir jetzt machen. Sich an einen Ort begeben, bla 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 bla. Die Bedeutung, die Etymologie. Unheimlich viel Stellen. An einen Ort zum Stehen bringen. Mhm. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Und du kannst nur an diesem Wort, an diesem Ort kannst du was aufstellen. Ja. Aufbauen, das ist die Transversale. Mhm. Du wirst jetzt merken, dass du auch die Wörter Anstalt, Gestalt, ich will jetzt das GE-Quadrat, fängt etwas an auszugestalten. Das Ganze passiert in einem Stall, da steht eine Krippe, das ist die Stelle. Die Stellung, der Stellvertreter, das ist immer was Aufgestelltes. Das kann immer nur hier und jetzt sein. Man kann auch was wiederherstellen. Hochinteressant, schau her. WI, verbunden, göttliches E-Quadrat und dann die geöffnete Berechnung ist die Generation. Ja. Wenn man es weiß. Diese Hersteller, wenn ich HR schreibe, das ist dann der Berg. Mhm. Die wahrgenommene Berechnung ist der Berg. Das ist das, was aufgebaut, was sich hinstellt. Jetzt kann man aber das natürlich alles auch rot machen. Dann ist das, die Quintessenz ist er, der Erwachte, das sind wir zwei. Ich bin eigentlich nichts als JCH. Da müssten wir jetzt übrigens normalerweise dieses Alphabet durchgehen. Wir schauen uns das dann gleich nochmal an. Und dann haben wir einen Brasserstelle. Ich sage, ich bin ein großer Bruder, Testudo. Fällt dir da was auf? Brother. Der Bruder stellt was auf. Der Brasserstelle. Ich habe jetzt das Englisch gemacht, aber mir geht es um was ganz was anderes. Wir können das anders trennen. Gut. Okay? Ja. Merkst du, was passiert, wenn du mit der Sprache spielst? Ja. Und jetzt gehen wir ein bisschen auf das Brot ein. Mhm. Das heißt nämlich im Adam. Ja. Das ist Dreh und Wende die Zeichen. Mhm. Das sind Kleinode, wenn ich sage, jedes einzelne Wort ist ein 400 Zeitenbuch, wenn wir es ganz oberflächlich betrachten. Und das musst du jetzt überhaupt keine Angst machen, weil du in dem jetzigen Leben das alles nicht zu lernen hast. Du hast in dem Leben einzig und allein zu lernen, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Und wenn du das verstanden hast, das heißt, wenn du dein jetziges Programm durchschaut hast und von dem Programm, von der Führerscheinprüfungsbogenwelt nichts mehr zu lernen gibt, dann lasse ich dich wach werden. Ich kann nur den Geist wach machen, der jetzt träumt. Und glaub mir nicht zu niemandem, den du dir ausdenkst, könnte das verstehen. Und wenn jetzt Figuren in deinem Traum auftauchen, als Pixelmännchen oder auch vielleicht sinnlich wahrgenommen, die viel Ahnung von Holofeeling haben,
die lasse ich nur aus dir herauswachsen. Die Redos, diese Hand von meinen 100 Affen, wie ich das nenne, die lasse ich nur aus dir herauswachsen. Es sind auch nur Gedanken von dir. Du bist immer eins. Der Denker steht hierarchisch immer eins vor irgendwas, was er sich denkt. Ist das so schwer zu verstehen? Es kann ein Gedanke von dir niemals mächtiger sein wie du selbst. Weil du dann bestimmst, dass der so mächtig ist. Genau. Das ganze Problem beginnt in dem Moment, wo ich immer wieder sage, wenn du sagst, der ist ja so mächtig oder der Udo weiß ja so viel, schau dir unsere Bilder an und ich bin ja, ich habe ja keine Ahnung. Du bist der, der sich jetzt beide ausdenkt. Aber auch umgedreht, wenn du sagst, was ist das für ein Idiot, der bildet sich bis einer ist Gott. Aber ich habe die Ahnung, ich, es gibt nichts Widerlicheres wie einen arroganten Rechthaber. Da habe ich jetzt nur gespiegelt, das sind die vier Seiten. Schauen dieses Brot und jetzt machen wir mal Christus springe. Dann haben wir jetzt gleich den Verdienst, da können wir eventuell noch ein länger anhören. Was wir jetzt da mal machen, wir springen hier mal in den Johannes rein. Und das ist das Erste. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, das mache ich jetzt als Lautsprecherstimme. Wenn ich wiederkomme, werde ich wiedergeboren in deinem Geist. Wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken. Doppelt aufgespannte Ecken am letzten Tag. Der letzte Tag ist übrigens heute. Heute ist der letzte Tag. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir. Ich, Brösel Udo, bin jetzt in dir. Ich bin nicht das Pixelmännchen, das in einer gewissen Entfernung vor dir zu sein scheint, auf einem Monitor, da ist nur ein Monitor, sondern ich bin deine Information, wenn du jetzt an den Brösel Udo denkst. Das ist kein religiöses Geschwätz, es ist eine perfekte Beschreibung von dem, was es selbst in dieser einseitigen Übersetzung. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so auch wer mich isst, essen heißt sein, aufnehmen, wieder eins werden, zum Fressen gern haben. Nicht das Gesetz fressen und gefressen werden, sondern lieben und geliebt werden bis zum Einswerden. Das ist Aufessen heißt eins werden, eine Vereinigung. Immer wieder diese kleinen Beispiele, wenn Pflanzen eine höhere Seinsform, die wir uns jetzt ausdenken, Mineralien aufnehmen, dann gehen diese kleinen Mineralien in den Pflanzenkörper über und die Pflanzen werden von dir gefressen und mit dem Auffressen steigen sie in eine höhere Hierarchie auf. Und die Tiere, sage ich jetzt, werden jetzt von Menschenfressern in einem gewissen Maß von Menschen gegessen, wenn du kein Fleisch essen willst. Bring mir doch die ganzen veganen Spinner. Du bist per Definition der Biologie als Trockennasenaffe bist du ein Fleischfresser. Der Primat, der Trockennasenaffe. Biologisches, ausgedachtes Schema. Jetzt ist natürlich das hier, wer mich isst, der wird auch leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Nicht wie die Väter aßen und starben, wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Dieses Brot. Und da müssen wir jetzt drauf eingehen, wir sind jetzt das beim Brot und beim Blut. Der Brassersteller. Das ist das einmal das Geheimnis, das ist das Wort Adam. Wir wissen, das ist der wirkliche Mensch. Es ist ein Unterschied, ob in der Bibel, wenn du das siehst, ob da Adam steht oder ob da Enosch oder Bedim steht. Das ist einmal der erste große, dieser Enosch, ich kann es nicht oft genug zeigen, das Waff kann man auch draußen lassen, das ist auch der Mensch, der ist gefährlich, das sind die ganzen Monster um dich herum, die dir demonstrieren, was Lieblosigkeit ist. Gleichgültig, ob sie Impfgegner oder Impfbefürworter sind. Maßlose Egoisten, aber alle Freigesprochene sind jetzt Figuren, die denken wir uns jetzt, wo waren die ganze Zeit? Menschheit existiert nur, wenn du sie denkst. Die sind heillos, die können sind hoffnungslos, tödlich, unheilbar, verzweifelt. Der Heilungsprozess besteht darin, indem du begreifst, dass du nicht heil bist, wenn du dich gesund fühlst, weil gesund und krank ist, wie Wellenberg und Wellendorf, das ist immer gleichzeitig da. Ich kann das nicht oft genug sagen. Wenn du nicht an deinen Körper denkst, kann der Körper, den du nicht denkst, auch nicht gesund oder krank sein. Und sobald du jetzt bloß denkst, ich fühle mich gut, ich bin gesund,
entsteht im selben Moment das Tal, aber dann denkst du schon wieder an deinen Körper. Heil bist du, wenn du nicht an diesen Körper denkst, dass du sagst, ich bin der Körper. Wenn du das komplett vergessen hast und du erkennst, dass der jetzige Körper, an den du denkst, genauso eine Information vor dir ist wie jede andere Information, die nur existiert, wenn sie von dir gedacht wird, bist du einen ganzen Schritt weiter in deiner geistigen Entwicklung. So, und das Ganze, wenn man Odom ausspricht, Odom, das Aleph ist ein Zeichen, ein lautloser Vokal, der jeden Vokal annehmen kann, dann heißt es hier, das ist hier noch ganz, ich werde schweigsam. Wenn du rot wirst, sage ich nicht immer, der Beobachter mischt sich überhaupt nicht ein. Ja. Der interpretiert nicht, er schaut nur, was jetzt da ist, er schaut, wie interpretiert wird, er schaut, wie gehandelt wird. Er schaut sich seine eigenen Informationen an und diese Informationen in einem ständigen Wechsel verändern nichts an der 200 Gramm roten Nähte, wie ich das nenne. Und du bist nicht dieser Beobachter, solange du dich beobachtest und du beobachtest, wie du einseitig werdest und urteilst und dich dann darüber aufregst, dann bist du das berühmte blinde Arschloch aus den Offenbarungserzählungen. Jeder Beobachter, der irgendetwas beobachtet und mit dem, was er beobachtet, nicht einverstanden ist, ist ein blindes Arschloch. Und erst wenn du beobachten kannst und beobachtest, wie der Affe, mit dem du dich ein Leben lang verwechselt hast, dieser Intellekt dich ständig zwingt, dich über irgendwas aufzuregen und mit was nicht einverstanden zu sein. Wenn du das dir anschauen kannst, ohne das anders haben zu wollen, dann bist du mit einem Bein aus dem System schon draußen, wirst du erordern. Einfacher kann ich es nicht erklären. Und darum heißt es auch hier, das ist dann das DM, wir haben ja zwei Radixen am Anfang, wir haben das Ad, das ist ein Dunst, ein Dampf, es ist auch die Quelle, aus dem alles entspringt, das ist der Schöpfer, der geschlossen ist, das Immerseinende, das Nihilo, Ex Nihilo ist dann die Schöpfung, die geöffnet wird. Das ist Ex Nihilo. Du wählst aus dir was aus. Das Dampf und das Dunst findest du dann übrigens auch im Hebel. Das ist der Abel, so schreibt sich der in der Bibel. Das ist jetzt auch ein Dunst, eine Nichtigkeit, ein Nichts, das vom Kain erschlagen wurde. Das ist übrigens der Affenmensch. Der fängt dann an zu klagen und wird unstet und pflichtig. Der fängt an, das ist Kains Bruder. Das sind keine Märchengeschichten, das sind ganz, ganz tiefe Weisheiten, die dir beschreiben, eine affine intellektuelle Affinität, Schöpfung von zwei Facetten, Wellenberg und Wellendal, von hell und dunkel, von ein- und ausatmen. Alle diese Bärchen stecken da drinnen. Und das macht dein Intellekt. Das ist auch eine Affenexistenz. So. Ich will dir ganz kurz dieses Dom in den Adam, das DM, wie gesagt, ist die zweite Radix dazu und das ist jetzt die Blut. Mhm. Das Blut selber. Jetzt hast du auch Schweigen und Still, eigentlich die Radix dazu, schreibt sich, da kann man mal Waff dazwischen schieben. Und das ist jetzt dann das Still, ich erstarre, ich verstumme, ich schweige, du kommst in eine ewige Ruhe als dieser Beobachter. Mhm. Und die Blutschuld, jetzt kommen wir zu Sodom und Gomorra, da gibt es nämlich zwei Möglichkeiten, das B als Vorsilbe, wir haben nämlich zwei Arten von Lut, und das ist das klassische Lut, das ist der Lot in der Bibel, jetzt sind wir wieder bei unserem Thema von Sodom und Gomorra. Halt, jetzt ist verkehrt, Entschuldigung, mit Elbermann. Ja. Das Lot heißt eigentlich in einer Hülle stecken. Die Apokalypse, die sogenannte Offenbarung, OFF, greifen die zwei Facetten. Die Hülle, die Umhüllung, die Bedeckung, das mich umhüllende. Jeder Mensch wird zuerst einmal von sich selbst in seinem eigenen Individuum-Mikroalbewusstsein als unbewusster Enos, sterblicher Mensch, mit einer Hülle, das ist Lot, aus blauem Blut geboren. Mhm. Du Geistesfunk steckst, das sind übrigens die vier Quadranten des Einheitskreises, also unsere Tetraederstruktur, zur Zeit, zur Geburt einer aufgespannten Berechnung, heißt zu Form werden auf Hebräisch, in einer Hülle von weltlichem Blut. Und der Ort, geöffneter Ort, bist du ein Sohn vom Sohn vom Sohn vom Sohn. Jetzt würde ich empfehlen, dass wir, ganz wichtig, die fantastischen vier das Video anschauen, das will ich aber jetzt nicht laufen lassen, nicht, dass das wieder geschwärzt wird in der heutigen Zeit. Such dir die fantastischen vier geboren her. Da steckt jetzt unser Geber vom letzten Selbstgespräch drin.
dieses Video allein ein Kleinod, alles, was in dir auftaucht. Ich sage immer selbst die Bedienungsanleitung auf einer Maggi-Düdensuppe. Da beginnst du als Kind, dann teilen die sich, gibt es reichlich Videos dazu, dann sterben sie, dann steht sie auf ihr Schatten. Das ist schon das erste Problem und am Schluss gehen sie ins Licht. Sohn vom Sohn vom Sohn vom Sohn. Alles, was in dir auftaucht, ist auf der Matrix drauf in dieser offenen Welt. Das ist eigentlich das Erste. Du bist blau gelesen. Wahrlich, ich sage dir, Ehe Abraham war weich. Ich wiederhole das nochmal. Das habe ich jetzt in einem anderen Leben, nicht vor 2000 Jahren, sondern jetzt gedacht. Das ist die große Erkenntnis gewesen, die mich zum Christus gemacht hat. Wie kann ich behaupten, dass ein Gedanke, den ich decke, hierarchisch in irgendeiner Art und Weise vor mir steht? Muss einem natürlich einfallen, sowas. Das ist ein Geschenk, ein göttliches Geschenk von UB. Das ist immer JCAUB. Und ich sage dir jetzt, als Udo Betscher, eher ein Jesus war, bin ich, weil wenn ich mir kein Jesus ausdenke, gibt es auch keinen Jesus. Hierarchisch ist das eine Stufe noch höher. Und ich sage dir jetzt, denk immer vor jedem Selbstgespräch, sage ich, ich erkläre es denen, der sich jetzt den Udo ausdenkt. Du bist eigentlich in der Hierarchie noch eine Stufe höher. Der Sinn eines Vaters ist, dass seine Kinder noch mehr werden wie er selbst. Infinitus bis ins Unendliche. Das Ziel eines guten Lehrers ist nicht, dass er immer zwar was lehrt, aber die immer einen Respekt vor ihm haben, sondern dass er als alter Mann einmal ganz stolz drauf ist, weil seine Kinder, seine Schüler Nobelpreise gekriegt haben. Jetzt, ich sehe das natürlich wieder sehr negativ, im normalen Sinn kann man natürlich auch positiv sehen. Das ist der Sinn des Lebens. Und das ist jetzt dieser Lot, heißt in einer Hülle stecken. Du steckst in einer Hülle und wenn du wach wirst, dann machen wir diese Hülle weg. Dann das Äußere kehrt sich nach innen. Du musst alles um 180 Grad drehen. Deine Außenwelt um dich herum, diese ganzen Beschwörungen, diese ganzen Meineide, die du schwörst, mit der Vergangenheit, mit der Zukunft und diesem ganzen Universum, das in eins gekehrte, Nomen est Omen, ist in dir drin. Es kann nur in diesem absoluten Mittelpunkt sich abspielen. Das ist einmal dieses Blut und dann haben wir nochmal, also Belut, das ist Vorsilbe B, heißt in einer Hülle stecken. Und das ist natürlich jetzt auch interessant, darum ist es auch die Eichel. Da hast du das kleine Köpfchen und da ist eine Vorhaut. Die ist über. Darum machen die Juden ja die Vorhaut weg bei den Kindern. Das ist ein Symbol, die überhaupt nicht verstanden haben, um was es geht, wenn du beschnitten wirst. Dass die Vorhaut weggeschnitten wird. Das ist die Apokalypse, da haben die überhaupt, die Äffen doch auch bloß noch, das sind doch auch bloß alles tiefgründige Materialisten, die zum Impfen gehen und impfen, was kann uns Gott helfen? Der Impfstoff hilft uns. Das ist eure Hölle, diese Impfung. Kann natürlich auch positiv gelesen werden, aber jetzt in eurem Kontext ist es das große Problem der absoluten Selbstentmacht und das eigentliche Problem, es ist kein Gottvertrauen mehr da. Weder in den Kirchen, der Vatikan, dass du nur noch mit G2-Regeln rein. Was haben die für einen Gottglauben? Die haben noch nie einen Gottglauben gehabt. Es sind Gedanken von dir. Kann ein Gedanke von dir an Gott glauben? Dann müsste ein Gedanke an den glauben, der ihn erschaffen hat, nämlich an dich selbst. Deine Gedanken müssten an dich glauben, weil du der Schöpfer von deinen Gedanken bist. Kannst du das von deinen Gedanken erwarten? Meinst du, ich erwarte was von den Tieren und von den Affen, die ich mir ausdenke? Ich erwarte was von meinen Geistesfunken, von den Kindern, die ich jetzt versuche heimzuholen. Der genau genommen immer bloß ein einziges ist, nämlich ich in einer Vergessenheit. Ich erkläre dir eigentlich jetzt, dir Geist, dass du ich bist, wenn du dich umdrehst und schaust, wer hinter dir steht. Wenn du mal ein bisschen den Blick aus deinem Buch, aus deinen Dogmen herausnimmst und schaust, wer denkt dich eigentlich aus? Dann sagst du wieder ich. Es ist die Reihe von ich, ich, ich. Diese vier Ichs. So. Und wir können das ganze Spiel nochmal machen. Nämlich mit den Taffen immer zwei Ts. Und dann kommst du zwangsläufig in das Klimakterium, die Wechseljahre der Frau. Das ist deine Logik, wechselt in eine höhere Ebene, das ist ein Update. Wir steigen auf, so wie das schon immer war, in diesen ganzen Systemen der Betriebssysteme von Windows 95 über Windows 98, über Windows 2000, über ND, über Windows 2010, jetzt 2011. Es ist immer wieder, du steigst immer wieder eine Stufe höher.
Weil das Alte ist abgenutzt, es verwelkt langsam, es ist nicht mehr up to date. Aber das heißt, genau genommen sind diese Wechseljahre in ein höheres Wert, ist eine Stufenleiter. Das ist eine transversale Hierarchie. Wie gesagt, jede Einzelheit können wir jetzt da ewig ausholen. Das ist jetzt einmal das Thema mit dem Blut. Der Lot. So. Du sollst das Blut trinken und das Fleisch essen. Darum brauchen wir ja hier jetzt, da kommen wir jetzt gleich an den Sprung, das Fleisch im Hebräischen ist Becher. Botschaft. Das sollte dir jetzt erst einmal klar sein, wenn ich sage, nehme und iss mein Fleisch, heißt das nicht, dass du ein Menschenfresser werden sollst und den Udo Petscher aufessen sollst, sondern das heißt, eine Botschaft bringt. Das ist jetzt dieses göttliche Fleisch, sage ich jetzt auch immer wieder, da, die Kleinigkeiten ist das, dass wir das deutsche Wort Fleisch von rechts nach links und von links nach rechts lesen können. Das ist das Wunder der Gestaltwerdung, das Wunder des Daseins. Bella ist das Wunder, ist es, es taucht was auf für einen Moment, es existiert für einen Moment und ist wieder weg. Wenn wir das rückwärts lesen, dann hast du Ski, das Geschenk von Elif. Mhm. Und Elif ist unendlich viel. Mhm. Das mache ich mit allen Wörtern. Zufall? Da haben wir jetzt übrigens den Abel, von dem ich gerade gesagt habe, die Existenz des Vatergottes. Der bringt eine Botschaft, auch wenn man jetzt hier, du siehst es noch besser im Klassischen, schreibt man das übrigens so, wird es mit einem Waffen noch dazwischen geschrieben? Und jetzt kriegst du hier schon im Stier, im raumzeitlichen Dir, an in einem raumzeitlichen Dir. Also diese göttliche Botschaft, die spitzt sich in dir selber ab, aus dir. Das ist hier im klassischen Hebräisch er, rot gelesen, es rot gelesen. Wir zwei, unser Kopf bzw. unser Bewusstsein meldet sich jetzt in dir und es verkündet dir, es bringt dir eine gute, frohe Nachricht. Du bist ewiger Geist. Das ist meine Botschaft. Und da wirst du plötzlich feststellen, wenn man das rot lädt, dass du der Abel bist, den da keiner schlagen hat. Der Affe in dir, der sich am Leben erhalten will, er erschlägt in sich, was eigentlich gar nicht geht, dieses Nichts, diese Nichtigkeit von dem Abel. Aber diese Nichtigkeit, der Abel ist der, der ewig lebt, nicht der Affe. Der träumende Geist ewig, nicht der Gedanke an den Menschen, an den du denkst, der ändert vom Säugling bis zum Kreis sich schon, während du das Buch liest, wo übrigens alle Seiten gleichzeitig da sind, weil alles jetzt ist. Du schaust immer bloß die Seite an, schau das Bild an, Seite für Seite, heute, 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 jeder Tag ist heute. Und dann denkst du dich heute, was war gestern, was war vorgestern, du denkst das immer jetzt. Ist das so schwer zu verstehen? Du bist so körre mit Corona und soll ich mich impfen lassen und Angst und Angst und wenn ich meinen Job verliere, dass du keinen klaren Gedanken fassen kannst. Du hast komplett aus den Augen verloren, was jetzt da ist. Du und deine Gedanken. Und deine ständige Änderung von Gedanken ändert nicht das Geringste an dir selbst, an dem, der das erlebt. Du willst dich ohne Ende auf. So, jetzt ist einmal das erste Stück, aber das ist ja nicht alles. Es geht ja nicht nur ums Fleisch und ums Blut, sondern Einsetzung des Herrenmahls. 26, 26. Ich sage immer, der Adam ist Jahwe. Das bin ich und du. Einsetzung des Herrenmahls. Während sie aber aßen, nahm Jesus das Brot. Berot heißt im Adam, im Roten, weil der Adam ist ja auch der Rote. Der Schweigsame, in dem der selber nicht spricht. Die 200 Gramm rote Knete lässt mit sich machen. Ein träumender Geist ist wie 200 Gramm rote Knete. Egal welche Form er annimmt, das ändert nichts an der Knete. Also was solltest du Angst haben? Das Odom. Adam, der Mensch ist der Rote. Und jetzt sage ich, nehme hin dieses im Roten. Merkst du das Deutsch-Ivri, wie wichtig es ist, dass meine Vatersprache Deutsch-Hebräisch ist und alle anderen Sprachen noch dazu, das sind Untersysteme und segne. Und er brach. Ich könnte auch sagen, der brachte. B-R-Ach ist der äußere Bruder. Und gab es, der äußere Bruder bin jetzt ich als blaue UW. Ups. Und gab es den Geist des Vaters, es, E-Quadrat S, den Jüngern, seinen Geistesfunk und sprach, nehmt es, dies ist mein Leib. Gerade war es das Fleisch und jetzt ist es das Brot im Adamsein. Bei der 26, 26. Meinst du, das ist alles Zufall? Und ich betone immer wieder, in den griechischen Originaltexten geht es noch wesentlich tiefer.
Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus. Denn dies ist mein Blut. Bilut. Das ist das, was in der Hülle steckt. Das müssen wir wieder in uns reinholen. Entfernen. Eins machen. Das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich nehme alle Schuld auf mich. Ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nichts und niemanden, den ich mir ausdenke, vorwirft, dass er genauso ist, wie ich ihn mir ausdenke. Das glaube ich, lassen wir gut sein. Was wir jetzt aber uns noch anschauen, ist das Fleisch. Du wirst jetzt wundern, jetzt machen wir in Physik. Beginnen wir ins Lateinischen und das ist ja Karo. Die Inkarnation. Inkarnation. Da schaust du jetzt erst einmal, dass dieses Karo von Karnis, das Fleisch, das ist meine Botschaft. Dieses Karo, da kriegst du jetzt hier schon mal Wein. Nehmet hin, das ist mein Fleisch, das Brot und dann kommt der Wein. Omne Animal, alle Tiere fühlen. Da haben wir zuerst einmal hier ein Ani. Das ist das tierische Ich von Gott. Ja. Das ist Animal, das ist das Tier, das ist der Trockenhausnaffe. Ja. Wir können mal, ich will jetzt da nicht, weil sonst verufe ich mich so an Maschinenübersetzung, machen jedes Tier spürt sein eigenes Fleisch. Ein Tier spürt überhaupt nichts. Weil das ein Gedanke ist, was existiert, der spürt nichts. Ja. Das ist das Ani von Gott. Aber du als Geistesfunk verwechselst dich, solange du dich verwechselst, wirst du da Schmerzen leiden. Du wirst da panische Angst haben. Das sind aber alles, das macht dein Programm. Ich könnte jetzt da hier die Weichteile, die Zellgewebe, das fleischliche Auswuchs von wilden Wehle, doppelt aufgespanntes Kinn, das ist dein Fleisch. Das ist das Wunder der Gestaltwerdung. Das führt dich übrigens hochinteressant, wenn wir jetzt gehen. Du lebst zurzeit in einem psychosomatischen Zustand. Eine psychosomatische Krankheit. Was ist das? Eine eigenartige Mischung aus Griechisch. Das ist einmal das Soma. Der Körper. Im Griechischen. Der Leib von Menschen und Tieren. Tote Leichnam, lebendige Leichen, sage ich das. Der psychosomatisch und der Somnus im Lateinischen ist der Traum. Du vertraust mir, oder? Ja, ich vertraue dir. Einen Traum ähnlich geträumt und eine psychosomatische Krankheit ist eine körperlich wahrgenommene Krankheit in deinem Traum, weil du so materialisiert denkst, dass du vergessen hast, dass deine sinnlich wahrgenommenen Informationen genauso Informationen von dir selbst sind, wie wenn du was denkst. Wenn du schon immer vergisst, dass deine Gedanken eigentlich von dir erschaffen werden. Egal an was du denkst, wo ist der Unterschied, ob du jetzt an deine Politiker denkst oder an irgendwelche Märchenfiguren. Das eine wie das andere sind Gedanken. Und nochmal, du Geist, der du mich jetzt sprechen, ist bitte der Einzige, der das verstehen kann. Es kann nur der Geist, der träumt, kann das verstehen. Niemals irgendeine Figur, die in dir in Erscheinung tritt. Nicht einmal der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Du musst dich komplett lösen. Das ist genauso ein Gedanke wie jeder andere Gedanke auch. Du darfst nicht mehr den geringsten Unterschied machen zwischen irgendwelchen Gedankenwellen, egal wie die aussehen. Was ein Riesenunterschied ist, ist der immer ist. Der Geist, der immer ist, ist nicht vergänglich. Der immer ist, erlebt seine eigenen Gedankenwellen. Schau das kleine Bild an. Ja. Und der ist all die Wellen, die in ihn auftauchen, aber keine dieser Wellen. Das heißt, du bist all deine Gedanken, aber nicht irgendein bestimmter davon. Du sagst jetzt, der Gedanke bin ich und alle anderen Gedanken bin ich nicht. Ah, nee, du hast nochmal ein paar Gedanken, wenn du dich als Kind denkst, das war ich. Aber das sind doch alles Gedanken, die du jetzt denkst. Aber alle anderen Gedanken bin ich nicht. Das ist Geistlosigkeit, das ist Unbewusstheit. Nenn es Naturwissenschaft, nenn es Religion, egal welche Religion du jetzt aufzählst. Dass ich immer wieder sage, das bleiben Gedanken. Es ist ein Gedanke nicht besser wie der andere. Mein Kabelsteckerbeispiel. Für Vollpfosten nochmal. Wenn du ein Auto nimmst, ich stelle dir ein Auto hin. Da gibt es systemrelevante Parameter. Ich baue den Motor aus, ich gebe dir den Schlüssel, du setzt dich rein, du drehst rum, du kannst nicht fahren. Nächster Versuch.
Wir stellen wieder ein Auto hin, ich lasse den Motor drin, ich ziehe nur einen kleinen Kabelstecker ab, ich tue dann nicht einmal aus dem Auto raus, ich gebe dir den Schlüssel, du kannst auch nicht fahren. Wie kannst du behaupten, dass, oder glauben, dass der Motor zum Autofahren wichtig ist wie der Kabelstecker? Ich bin wieder beim Abel. Das ist dieses Nichts. K-Abel ist wie das Nichts im Hintergrund. Das ist der Geist, der du bist als Geistesfunk. Ohne dich Geistesfunk, ohne dich träumenden Geist, gibt es die Welt nicht, die du in dir selber erschaffst. Ist das esoterisches, religiöses Geschwätz oder ist es das, was hundertprozentig sicher ist? Wenn du Geist bist, kannst du das sofort überprüfen. Mach dir das jetzt bewusst. Du bist Bewusstsein. Du bist der Einzige, der sich das bewusst machen kann. Ein Gedanke von dir wird sich das niemals bewusst machen können. Auch nicht die Gedanken, die du Menschen nennst. Das ist hundertprozentig sicher. Und wenn wir jetzt in das Karo reingehen, jetzt pass auf, was jetzt passiert, das machen wir in Physik. Da springen wir jetzt da mal rein. Das ist auch eine Farbe. Ja. Nämlich rot. Und zwar ist es ein Vierfarbenblatt. Ist eine von vier Spielfarben. Schau mal, das nennt sich auch Ecke. Ja, stimmt. Interessant, ne? Ja, ja. Der Begriff Karo. Und da springen wir jetzt doch gleich einmal da rein. Das ist ein Vierfarbblatt. Das ist Holo-Feeling. Jetzt denkst du dir, diese Kugel, den wir jetzt einmal eckig machen, dass wir diese Wölbungen wegmachen, dann hast du oben ein Tetraeder und unten ein Tetraeder. Das sind zwei Tetraeder. Und die ganze Oberfläche, diese Sphäre, diese kleinen Ecken kippen immer über die Diagonale ab. Und da hängt das große Geheimnis deiner Welt, nämlich der Wurzel 2 drin. Und das ist jetzt eigentlich schon die Kamera Obscura. Das ist jetzt hier, das sind immer zwei Quadranten, wo sich schöne Beispiele macht. Das ist ein arithmetisches System, wie oft soll ich es dir noch sagen? Klar, hör doch nicht auf dieses ganze Geschwätz von Affen, die ich in dir auftauchen lasse. Da haben wir jetzt die Kamera Obscura, da haben wir den Fisch mit drin hinten. Überall ist ein Quäntchen Wahrheit dabei. Und letztendlich antest du dann in den Einheitskreis und das sind die vier Phasen von einer Sinus, weil die jetzt gleichzeitig da sind, bis irgendwelche dir erklären, wir müssen jetzt da hier einen Sinus rauskonstruieren. Das heißt, gehen wir Fluss hoch, das sind nur Blickwinkel innerhalb des Einheitskreises, ein Riesenkomplex, den du nicht wissen musst. Den Brothersteller haben wir und dann können wir jetzt da mal langsam zurückspringen. Ja. Dahin, dass du mich wieder hast. Ja. Ich mag es so unendlich einfach. Ich verlange von dir eigentlich nichts, außer dass du mir vertraust. Ja. Wie viele Beweise soll ich dir noch geben? Und ich betone, es geht auch in keinster Weise, der Udo wird dir nicht helfen. Der hilft dir, soweit es geht, indem ich dir erkläre, was du bist. Ja, ja. Wenn du jetzt meinst, du hast dann Brass, dass du so einen Charakter hast und du müsstest den umbringen oder egal was, ist das alles, schau einfach, was passiert. Schau, was dann mit dir passiert. Du kannst dich übrigens nicht wegmachen. Das ist so. Ich will nicht. Es gibt nicht einen Moment, wo du nicht existieren würdest. Es ist so extrem massiv. Jeder Moment existierst du, aber es existiert nur eine Facette von dir selbst. Ja. Wenn ich immer Beispiel sage, hier dieses klassische, ich habe 5 Stunden geschlafen, ohne zu träumen, wie ein Stein. Man kennt doch diese Gedanken. Und dann denkst du an der Vergangenheit. Was denkst du dann eigentlich? Du denkst jetzt, oh, habe ich toll geschlafen, ohne zu träumen. In dem Moment denkst du an was? Du denkst dir jetzt eine Vergangenheit aus, die du jetzt denkst, wo du in dem Moment, wo du denkst, habe ich schön geschlafen wie ein Stein, ohne zu träumen, brauchst du einen Hintergrund, das ist die Stille. Das ist wie das weiße Blatt Papier, wo du was draufschreibst. Die Geräusche, die du jetzt denkst, diese Worte, die du hörst, sind ja keine Stille, du brauchst den Kontrast dazu. Und du meinst, die Stille im Hintergrund war vorher. Das geht aber nicht, du kannst dein Denken nicht abstellen. Das hat dann nie irgendwann angefangen, wenn du bist. Nimm das einfach jetzt so hin. Das ist die zwei Seiten, wenn ich immer zum Beispiel sage, pssst, ist jetzt schön still. Jetzt ist hochinteressant. Du musst dir vorstellen, die Geräusche, die du hörst, sind wie wenn ich auf ein Papier was schreibe. Wir brauchen einen Unterschied. Aber in dem Moment, wo du jetzt nichts magst, das ist schon wieder Vergangenheit, die du dir denkst. Das war eigentlich nie. Das ist die Eigenart der Wellen, dieses zwanghafte, ich atme jetzt ein und ich atme jetzt aus. Und in dem Moment, wo ich jetzt ausatme, kann ich mir jetzt im Hintergrund denken, dass ich eingeatmet habe. Genau.
Aber das Problem ist, dass es gleichzeitig. Das ist das. Das ist nur der Hintergrund wie vorne und hinten, wie das Dia positiv und das Dia negativ. Ja. Keine Ahnung. Du musst sagen, dass es insgesamt immer gleichzeitig ist. Das ist eine kybernetische, ich habe so oft die kybernetische Schleife erklärt. Du wirst immer wieder bei dir selbst landen, egal was du dir ausdenkst. Es geht aus dir heraus und es kommt in dir zurück. Mhm. Ja. Das ist dieser ständige Wechsel. Du formst dich mit deinen Interpretationen, nämlich ständig gegen Medium. Mit deinem Intellekt formst du ständig das um, was du denkst. Ich lasse Reizauslöser in dir auftauchen. Das kann jetzt bloß, ich bleibe immer beim selben Beispiel, ein Hauch, ein Gefühl sein, ist ja auch eine Information. Und du wirst plötzlich auf diesen Reizauslöser, das kannst du dir nicht raussuchen, und du wirst auf den Reizauslöser reagieren, indem du sagst, ich habe einen Hunger. Ich muss mal Brot machen. Ja. Und diese Gedanken, die du jetzt denkst, wirst du wieder reagieren, dass sich die Bilder umtauschen und du vielleicht in die Küche gehst. Aber es ist ein ständiges Umformen deiner Information. Das passiert immer hier und jetzt. Ja. Es ist ein Riesenunterschied, ob du das jetzt intellektuell zumindest soweit begriffen hast oder ob du es verstanden hast. Wenn du es verstanden hast, hast du von nichts und niemandem mehr Angst. Im Gegenteil, dann befindest du dich in einem hochspannenden Film zurzeit, in der Endzeit, in dem Film deiner Verwandlung, die du vollkommen bewusst, wie denn sonst, vollkommen bewusst erleben wirst. Du wirst es nicht erleben, wenn du im tiefsten Innern jetzt in dich reinschaust und du hoffst, dass das irgendwann einmal wieder normal wird, die Welt da außen. Dann willst du nämlich noch nicht weg. Dann gehörst du zu denen, die zum System sich schon voll integriert haben. Und dann lasse ich dich in dem System weiterleben. Mhm. Es trennt sich die Spreu vom Weizen. Okay. Die Lämpchen, die ich heimhole und die da bleiben wollen. Wird sich der Udo auflösen, der wird sich in dir auflösen, wie bei vielen, dann tauche ich immer wieder mal auf. Sie suchen mich dann wieder nach vielen Jahren. Ich muss jetzt immer chronologisch reden. Ich sage jetzt bloß die Bianca, die habe ich jetzt ja genug gelitten. Die sagen, oh Scheiße, vor 10 Jahren habe ich schon, vor 15 Jahren habe ich Holofeeling gehabt. Ich habe es einfach nicht für voll genommen. Ich sage, spielt keine, ist vollkommen gleichgültig. Die Vergebung des Vedetta ist wichtig. Du musst auch dir selber vergeben können. Das ganz als erstes. Das ganz Selbstzweifel, Selbstanklage bringe ich in keinster Weise weiter. Ich nehme alle Schuld auf mich. Und das magst du, wenn du jetzt einfach sagst, ich bin jetzt ein träumender Geist. Das sind diese Stufen, die ich immer wieder wiederhole. Mhm. Wenn ich jetzt das Holger, den Geist mit dem Holger-Programm anspreche, die tollen Zeichnungen, wo man gemacht hat mit den Stufen, mit den X, die Zeichnungen mit den Farben, mit den 4X, wie sich das aufbaut, wie sich das immer mehr in eine Vielheit zerstreut. Aber immer hier und jetzt. Es bleiben einfach nur Gedanken. Und schau einfach, was passiert. Schau das an wie in einem Kino. Misch du dich in ein Kino ein. Nein, das sind diese Stufen, wenn du rausgehst, das, was du jetzt real sinnlich wahrgenommen, real erlebst, es bleibt, du bist ein träumender Geist. Du erlebst dich jetzt als ein Avatar in einem Traum. Du hast eine panische Angst. Und jetzt kommen diese Filmfragen, das Dilemma. Soll ich mich impfen lassen, soll ich mich nicht impfen lassen? Für einen absoluten Impfgegner steht es außer Frage. Natürlich nicht. Für einen Impfbefürworter, der lechzt nach seinem dritten, vierten, fünften Kick, weil er geistlos nachhilft. Dann habe ich jetzt einige, die haben mich angerufen, ich habe mich impfen lassen. So ist doch mir wurscht. Wenn es auf deinem Film drauf ist, schau einfach. Für mich ist nicht wichtig, was du magst. Das kannst du dir ja auch so. Wenn du ich bist. Und du bist ich, wenn du dich wertfrei beobachtest. Sondern du musst dich immer fragen, warum mache ich das? Und die Antwort ist ganz einfach, weil mir mein Intellekt das jetzt aufzwingt. Und dann wirst du die Fehlstellen, die Fallen in deinem Intellekt finden. Und du wirst dir dann was einhandeln damit, das wirst du aussetzen müssen, weil du für alles bezahlen musst. Aber es gibt einen kleinen Trick, das abzukürzen, in dem Moment, wo du begriffen hast, was jetzt ist. Und dass es nur jetzt ist. Wenn du das begriffen hast, das ist aber noch nicht installiert. Das ist mein einfaches Beispiel. Ich sage immer wieder auch, du bist ein Computer und du findest im Internet, im tiefsten Innern taucht in dir auf, aber jetzt hast du auf der Suchmaschine irgendwo auf einer Internetseite ein vollkommen neues Programm. Ich sage ein vollkommen neues Videospiel mit irre Möglichkeiten, wo du noch einen Geschmacks, nicht nur VR-Brille und einen Handtracker, einen Eye-Tracker und einen Handtracker hast, sondern vielleicht auch noch zusätzlich mit Elektrosensoren in dein Gehirn Geschmack und Geruch einspielen kannst. Dass es noch realistischer wird. Kostenlos. Und du lädst es natürlich sofort runter, dann hast du es ja auf dem Computer. Aber es läuft nicht, das ist, wenn du was begriffen hast. Ja, genau. Wenn es dir jetzt schon logisch erscheint,
Es ist erst begriffen. Du greifst noch danach, du bist noch im Zustand des Reifen, des Hamsterlaufrades. Ja, ist so. Du musst es installieren, aber um das zu installieren, dieses neue Programm nenne ich mir jetzt übrigens Haus. Mhm. Das Programm ist eine Kollektion, das Betriebssystem heißt Wort. Und das Programm heißt Haus. Dein jetziges Prinzip, Betriebssystem hat Haas geheißen und es gehört zu den Betriebssystemen in der Kategorie vom Buchstaben. Das ist meine Haargeschichte. Du kannst ein neues Betriebssystem nicht installieren, wenn du das alte vorher platt machst. Ja. Das heißt, du musst komplett loslassen von deinem jetzigen, von deiner jetzigen Logik. Und ich sage dann, wenn das neu installiert ist, wirst du feststellen, dass dein H, dein vorheriges Betriebssystem, nur ein Untersystem ist. Das sind Sachen, wo ich immer mit Windows erkläre, dass du Windows ohne weiteres auch DOS oder Basic laufen lassen kannst. Da ist eine Abwärtskompatibilität. In dem Wort Haus ist auch das H drin, unverändert. Darum betone ich, an deinen jetzigen Glauben werde ich nicht das Geringste verändern. In dem Moment, wo du zurzeit glaubst, dass dein Herd eine Küche ist, glaubst du natürlich nicht, aber ich sage jetzt, das Haar ist wie das Herd, wie der Herd. Ja. Da fällt jetzt erst einmal der Kühlschrank dazu, der nicht ganz schlecht ist in einer Küche. Merkst du? Warm und kalt. Mhm. Noch viele andere Facetten. Ja. Die eins gemacht, verschmelzen in einer Einheit, die du Küche nennst. Mhm. Und genauso ist es, dass die ganzen Wissenselemente, die ganzen Religionen, die ganzen streiterischen Meinungen, soll ich jetzt mich impfen lassen oder nicht impfen lassen? Das ist die Sache, wie wenn du jetzt sagst, ja, ist jetzt ein welcher Berg oder da? Das ist so geistlos. Weil das untrennbar, das ist eine Spiegelung. Ja. Und es gibt kein vorm Spiegel oder hinterm Spiegel. Das eine bedingt das andere. Es gibt eigentlich nur den Rai. Rai ist Spiegel. R-A-I, der Kopf des Schöpfergottes. Und in dem befindet sich alles. Ja. Und sobald er sich etwas vorstellt, das außer Haalb, Haal ist Gott, muss dasselbe auch innerhalb sein. Aber dieses außerhalb und innerhalb in unserer Tetraederstruktur ist es gespiegelt und auf dem Kopf stehen, gegenüberstehen. Das ist die ideale Wurzel, die sich komplett aufhebt. Mhm. Der Camera Obscura jetzt flächig, ich sag's nochmal, was auf der einen Seite unten ist, ist über den Punkt gespiegelt. Das ist das Zentrum oben. Was oben ist, ist unten. Was rechts ist, ist links und was links ist, ist rechts. Gut, in der Kamera haben wir flache Bilder. Was nah am Spiegel ist, ist nah an dem Kopf. Was weiter weg ist, ist weiter weg. Es ist aber genau genommen dort, die sich gegenseitig aufheben durch die Spiegelung, existiert alles nur in dem Bund. Ja. Und das ist jetzt natürlich jetzt mit deiner jetzigen Logik schwer, wo ich sage, in einem absoluten Nichts befindet sich alles. Genau, ja. Und die Gleichzeitigkeit soll immer wieder mit, wenn ich sage, wenn dir das so schwer fällt, dann denk doch einfach nicht mehr DVD in die Hand. Ja. Da ist natürlich die Sprache, ob ich jetzt das englische Alphabet nenne, A, B, C, D, E. Ich habe jetzt nur mit den E und den I. Wir müssen es weiterführen mit der 9 und der 8, wenn wir ins Griechische gehen. Linguistik ist eine Welt für sich. Die Morphen, wo ich anspreche, das waren jetzt gerade übrigens in den letzten der Selbstgespräche, habe ich kurz die Morphens angesprochen. Das ist einmal ein Morphen, das jenseits deiner Regeln liegt, was ich mit dem Brassersteller gerade gemacht habe. Das war gut. Wir machen mal die ersten Buchstaben ganz kurz. Nur im Zell 1 und 2 ist A und B. Aleph und Bet heißt Vater. Ja. A, B. Pass auf, was jetzt passiert. Ich tue meinen Bildschirm nochmal schnell übertragen. Ton brauchen wir keinen. A und B, 1 und 2. Das ist zum Vater, wenn wir das ab nennen, wenn man das A, B ausspricht, ab ausspricht und wenn wir es af aussprechen, ist es die erste Blüte des Aufblühen. Mhm. Jetzt kommen dann die drei Gimmel oder C, G und D. 3, 4. Schauen wir mal, was das ist. Der Glücksgott Jupiter. Ja. Behaupte ich nicht, dass ich Ubi dein Vater bin? Ja. Ja. Ich bringe jetzt das große Glück in dein Leben. Das ist Gott. Ja. Wir können das natürlich dann rückwärts zählen, dann kriegst du DG. Fisch. Wenn wir runterfahren, kriegst du den Fisch. Das ist mein Christuszeichen. Und dieser Fisch, der führt dich jetzt wieder heim. Das ist Absolvent einer Universität, das ist dein Nächster, dein wirklich Nächster und das heißt kommen, wieder hineingehen. Mhm. Wir haben das nur vorwärts und rückwärts gelesen. Zufall? Ja. Meinst du, dass ich in meiner Schöpfung irgendeinen Zufall zulasse? Udo, das ist jetzt ein schöner Abschluss. Richtig?
Ich merke, den Holger wird es zu viel. Jetzt hätte ich erst richtig loslegen wollen. Aber gut, ich höre auf dich. Das ist ein schöner Abschluss. Wir haben übrigens jetzt 3-4. 1-3-4. Mhm. Ja, das passt doch. Ganz nebenbei. Lassen wir es gut sein. Spiel noch eine Runde Leben und scheiß dir nicht in die Hose. Genau. Das ist das Einzige, was wichtig ist. Vor was hast du Angst? Immer bloß von den Gedanken, die du selber denkst, in deinem Traum. Und die spiele ich dir ein. Bis du verstanden hast, was du bist und was deine Gedanken sind. Mhm. Und solange du Angst hast vor deinen Gedanken, die du selber denkst, hast du nichts verstanden. So ist es. Das muss wir arbeiten dran. Ja, Dankeschön. Und Quatsch.